Jo Leute, mein Name ist Ruff, wir sind hier zurück bei Folge 94 von Ruff Spiel Spiele, die jetzt ein bisschen später kommt, genauso wie Folge 93, denn ich habe mir erlaubt, eine kleine Weihnachtspause zu machen, was möglicherweise keine gute Idee war, weil das meinen kompletten YouTube-Algorithmus, der sowieso nicht besonders gut ist, in den Arsch bringen wird, aber das ist mir relativ egal, weil... Ob ich jetzt 3 oder 2 Views pro Video habe, macht dann auch keinen großen Unterschied mehr. Ich werde in dieser Folge noch irgendwas machen. Ich weiß nur noch nicht, was. Haben wir mit irgendwas... Hier, da gibt es noch 2 unentdeckte Siedlungen. Das kommt mir hier verdächtig vor. Da werde ich mal vorbeischauen. Wir befinden uns ja momentan anscheinend an einer noch unentdeckten Siedlung, fällt mir gerade auf. Ja, gut. Das löst im Großen und Ganzen ja schon mal... ich muss im Übrigen an der Stelle jetzt mal dazu sagen, dieses Auto erinnert mich sehr stark an einen mexikanischen Sportwagen, der mal angekündigt, aber nie gebaut wurde und der von vorne aussah, als hätte er einen Mustache. Beziehungsweise halt einen Schnauzbart. Und das sah sehr interessant aus und an dieses Auto erinnert mich der jetzt sehr stark hier. Scheiße. Amüsant. Egal. Wir werden jetzt mal irgendwie hier schauen, dass wir diese Wachen, umgehen. Nicht unbedingt direkt vor der Nase durchfahren. Ich warte nur kurz, bis der Typ da rechts unten... aufhört, so dumm mit seiner Waffe rumzufuchteln. Gut, dürfte reichen. Wir sehen ihn in der Vico Druck da. Ah, ganz schönes Städtchen hier. Sie wissen, was man über Typen sagt, die große Statuen brauchen. So. Gut, das ging jetzt tatsächlich äußerst schnell, war allerdings auch nicht besonders groß, das Örtchen hier. Und wir haben uns sogar noch extra Zeit gelassen. Gut. Diese Stadt gehört jetzt uns. Das ist sehr schön. In diesem Fall sind jetzt mal beide Beine stehen geblieben. Jetzt werde ich tatsächlich nochmal versuchen, ob ich vielleicht eins der beiden umziehen kann. Ja. Fast, ne? Also worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, dass ich jetzt eine kleine Winterpause gemacht habe. Ausgezeichnete Neuigkeiten. Die Rebellen haben Vico Trukta befreit, aber unser Kampf geht weiter. Gut, das wird nichts mehr. Was ich sagen wollte, ist, dass ich eine kleine Weihnachtspause gemacht habe. Die war eigentlich eher ungewollt, muss ich sagen. Ich habe vorproduziert gehabt bis Folge 93. Und dann wurde ich krank und dann habe ich irgendwie keine Lust gehabt, eine Zeit, beziehungsweise ich war eigentlich relativ lange krank. Und ich werde möglicherweise auch noch ein bisschen husten in der Folge. Aber so ist das halt. Da kann man sich nichts, das kann man nicht ändern. Wollte ich sagen. Krankheiten meine ich damit. Insofern, ja, ist so, ne? Musste ich halt ein bisschen das Ganze stoppen kurz. Und das habe ich gemacht und jetzt da könnte noch was sein. Und jetzt bin ich wieder zurück mit neuen Videos. Wie gesagt, ich hatte bis Folge 93 vorproduziert gehabt, aber ich wollte die dann auch nicht alleine hochladen, weil ich mir dachte, naja, das ist auch blöd.
wenn dann ein Video kommt in einer Woche und sonst nichts, keine Entschuldigung, kein gar nichts, ist auch dumm irgendwie. Also habe ich mir gedacht, lasse ich das Ganze so sein, wie es ist. Ist da nichts? Das verwundert mich so. Da ist nichts. Wie kann das sein? Das wäre so prädestiniert dafür. Noch dazu bin ich hier im Visier der Obrigkeit. Der feuert auf mich, du Arschloch. Ja. Irgendwie. Ja, und dann war ich eben krank jetzt eine Zeit lang. So, jetzt lass mich mal endlich hier ausreden, ey. Dann war ich also eine Zeit lang krank. Und jetzt mache ich wieder Videos. Anscheinend. Ja. Das ist alles, was es zu sagen gibt. Ich möchte mich einfach dafür entschuldigen, dass ein paar Tage keine Videos kamen. Ich war krank, habe mich erholt. Jetzt geht es mir wieder gut, einigermaßen. Ich huste noch ein bisschen, aber das ist so. Darum wird sich auch nicht besonders viel ändern, vorerst. Weil ich nichts dagegen tue, aber... Das ist meines Erachtens nach in Ordnung. Andere Leute sehen das anders, aber bitte. Soll jeder so sehen, wie es sehen mag. Oh, okay, da könnte hier unten noch eine Provinz sein, fällt mir gerade auf. Schade, dass wir das Flugzeug abgegeben haben. Das heißt mal abgegeben. Ich denke, das ist am vornehmsten, wenn man bedenkt, was wir damit getan haben. Die Bohrinsel, gehört die dazu hier noch? Ja! Okay, dann wird die Bohrinsel das letzte Provinzchen hier sein. Hier unentdeckte Siedlung, das ist aber ein Militärding, also Militärgebiet, das ist sicher die Bohrinsel. Das ist ja tatsächlich sehr interessant, was für einen Gegensatz von alt und neu wir hier eigentlich haben. Ne? Finde ich ist spannend. Gut, wie dem auch sei, ich rede hier eigentlich lauter Bullshit, ne? Ich habe wieder, hey, Weihnachten war ja. Ich habe meine 8 GB Arbeitsspeicher endlich bekommen, die ich dazu bestellt habe. Ein paar Tage vor Weihnachten sind die dann endlich angekommen. Kommt davon, wenn man bei dem bestellt, der 10 Euro unter allen anderen liegt. Dann hat man dafür Versandkosten, die 3, Versandzeiten von 3 Monaten. Ne, 3 Monate ist falsch, 6 Wochen waren es. Noch immer sehr lang im Übrigen, aber... Ist so gewesen. Ich bin so weit. Oh, scheiße, da war eine Rakete. Die habe ich nicht gesehen, vor allem. Nein, nicht runter, rauf, 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 rauf. Ey, scheiße, der Typ schwimmt immer in die falsche Richtung. Das Ziel ist immer noch da draußen. Findet ihn. Komm hoch, komm hoch. Oh scheiße, das sind zwei Boote. Oh shit, jetzt bin ich tot. Oh nee, das war schlecht angelegt. Jetzt muss ich nämlich nochmal dahin. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt anlegen soll, dass es mir diesmal dieser... Oh. Die wollen mich hier wohl nicht. Oh, okay, ich werde einfach drauf gespawnt schon. Das ist sehr nett von ihnen. Danke. Erleichtert mir die Angelegenheit etwas. Um nicht zu sagen ungemein. Diese Inseln? Nee. Ich und identifizieren. Ha 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 ha.
Das Einzige, was hier passieren wird, ist, dass ich gleich wieder drauf gehe. Aber das ist eh nichts Neues. Was ist da draußen los? Meldet euch gefälligst! Also, ich weiß ja nicht, wie viele Treibstofftanks die hier noch haben, aber... Dich wird niemand vermissen. Ist schon eine ganze Menge jetzt so. Oh, shit. Eieiei. Ich fall hier schon wieder überall hin. Nur die Ruhe. Los, finde den Rebellen. Er darf nicht entkommen. Na komm schon, jawohl. Ui. Die werden vorerst mal niemanden hier finden. Was fehlt denn eigentlich noch jetzt hier? Lass mich mal kurz gucken. Gut, drei Tanks, ein Generator, eine Schaltanlage, ein Trafo. Da oben ist ein Tank. Gewesen. So, was fehlt jetzt noch? Zwei Tanks, okay. Verstärkung ist schon unterwegs zu euch. Zielperson eliminieren. Ah, jetzt kommen sie wieder mit Helikoptern an hier, ey. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Sichtkontakt wiederherstellen. Die haben schon wieder Raketen hier, ey. Ich versuche jetzt nochmal eben hier ausfindig zu machen, wo ihre anderen Anlagen sind, aber... Sichtkontakt sofort wiederherstellen. Wo ist der letzte Tank? Über mir. Muss wohl so sein. Da haben wir einen Generator. Ah, einen Transformator meinte ich natürlich. Da drüben ist auch noch was, sehr schön. Kontakt verloren. Alle Mann ausschwärmen. Na komm schon. Oder ist das Ding schon hinüber hier? Nee, oder? Doch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, jetzt ist es hinüber. Eine Sache fehlt noch, die ist hier. Okay, dann beeile ich mich mal lieber.
Wo ist der dumme Generator? Da, in die Richtung. Ach, da hinten. Verfolgung aufnehmen. Oh, Überraschung. So, Schaltanlage war das, kein Generator. Plataforma Petra 1. 5 von 5 Ansiedlungen befreit. Schön. Gut. Das war mal sehr nach meinem Geschmack, muss ich ehrlich gesagt sagen hier. Ging nicht allzu lange, aber wir haben alles erledigt, was zu erledigen war. Jetzt ist nur die Frage, wo machen wir als nächstes weiter? Hier bei Trio vielleicht, das ist auch nicht so groß. Kauda ist ja schon befreit. Corda Dracon könnte kompliziert werden, weil ich nehme an, da haben wir wieder eine Luftabwehr. Massos, das ist natürlich auch eine Sache, die ist auch eher groß. Aber bevor wir uns an sowas wie Kapite West, wo wir ebenfalls wieder im Übrigen so ein Ding und Kapite Est machen, natürlich für Osten und Westen, sollten, ne, das hier hier oben ist, was ist da hier gewesen? Ach, das war die Sache mit der schwarzen Hand, aber das kommt mir nach wie vor sowieso komisch vor, das lassen wir auch mal lieber vorerst. Das Eden Luftschiffe, Ne, wisst ihr, mit was wir weitermachen? Wir werden mit Trio weitermachen. Das werden wir in der nächsten Folge angehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, dabei nicht, dann nicht. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, nächste Woche. Rive Spielspiele, hat es euch gefallen, dann lasst mir bitte einen Like, dabei nicht, dann nicht. Wir sehen uns wieder, haut rein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, ciao.